Es ist momentan der letzte Schrei in Straubing. Man könnte auch sagen, das ist voll Laser. Noch nicht einmal 2 Wochen ist es her, dass am Otto von Dandelring eine neue Sport- und Spaßarena eröffnet hat. Eine Lasertag-Halle. Hinter dem Projekt in den Räumen der ehemaligen Kick-Filiale steckt die Straubingerin Claudia Stirner-Bayer mit ihren 3 Kindern. Wir waren vor 4 Jahren waren wir zusammen in Schottland im Urlaub. Meine Kinder haben mich im Urlaub in der Lasertag-Arena geschleppt. Ich wusste gar nicht, wie man geschieht. Und wir waren einfach sofort alle begeistert davon. War einigermaßen überfordert beim ersten Mal. Haben uns gedacht, ja Mensch, schade, dass es sowas eigentlich in Deutschland nicht gibt. Aber ich habe dann echt total angebissen und gesagt, sowas machen wir mir auch. Und seit es dann eben möglich wurde, also eine aufzumachen, hat dann eben meine Mom die Initiative ergriffen und eben dieses Ding hier auf die Beine gestellt. 13 Monate Planung stecken in der Halle. Bewusst nicht gestaltet als Kampfarena, sondern als futuristische Traumwelt. Das Motto der Betreiber? Das moderne Räuber- und Gendarmspiel soll vor allem Spaß machen. Und zwar jedermann. Es geht hier nicht darum, dem Gegner Schmerz zuzufügen oder sowas. Es ist tatsächlich ein Actionspiel. Es soll Spaß machen. Und es geht tatsächlich nicht um die Gewalt, sondern es ist ein Funsport. Und deshalb eben auch markieren und nicht abschießen oder sonst irgendwas. Fragen Sie meine armen Kinder, ich bin eh immer jemand, der gerne Vorsichtsgedanken Rechnung trägt. Wir haben also da keinerlei Schwierigkeiten gehabt, weil ich habe die Geländer höher als in Schulen vorgeschrieben sind. Ich habe alle Kanten abgetragen, damit man sie nicht stoßen kann. Sie werden sich nirgends in Deutschland sagt man Spreißlein einziehen, damit das einfach alles sicher ist und einfach der Spaß da ist. Am Montag durften die Handballer der HSG Straubing die Arena einmal durchtesten und konnten gar nicht genug bekommen. Über 3 Ebenen galt es, zwischen Maya-Tempeln, ägyptischen Gotteskriegern und Dschungelpflanzen möglichst viele Punkte zu sammeln. Es gibt 22 verschiedene Modi, wir sind da super flexibel, aber generell wird immer der Teammodus gespielt. Das heißt, man versucht in der Mannschaft möglichst viele Punkte zusammen zu erzielen. Aber es gibt natürlich auch das Solo-Play, es gibt Catch the Flag, also dass man seine eigenen Basen verteidigen muss. Aber das ist natürlich völlig variabel, wenn man einfach mal in einer großen Gruppe vorbeikommt, die Halle für eine Stunde mietet, dann kann man da auch mal durchprobieren. 21 Spieler können die Arena maximal gleichzeitig bevölkern. Mit den ersten Tagen seit der Eröffnung sind die Betreiber bereits voll zufrieden. Vor allem an den Wochenenden wollten schon viele den neuen Trendsport in Straubing ausprobieren.